haben uns über gemeinsame Freunde kennengelernt. Dann waren wir im Urlaub in Portugal. Da haben wir dann tatsächlich... 2016 war das, glaube ich, gell? Im September, ja, beim Essen wunderschöne Teller entdeckt. Und nun vertreiben wir selbst seit 2016 Keramikprodukte. Wir verbringen schon relativ viel Zeit im Auto, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Können daher auch ehrlicherweise nicht ganz darauf verzichten. Vom Kindergarten zum Büro, zum Lager, zu Lieferanten und hin und her und wieder zurück. Ja, das Auto wird dabei zu unserem mobilen Büro. Man kann super dabei telefonieren, da der Hybrid wirklich sehr leise ist. Hi, Kathi. Nee, alles super. Ich sitze gerade mit Laura im Auto. Hi. Ja, im Stadtverkehr kommt man nicht gerade gut voran. Da ist es schön zu wissen, dass der Hybrid überwiegend rein elektrisch fährt. Das schon schützt die Umwelt und steht für umweltfreundliche Mobilität. Das ist ja abgefahren. Zeigt es dir hier an, wenn du bremst oder wie, wo die Energie hinfließt? Ja, also wenn du bremst, dann ist es quasi so, dass die Energie in die Batterie geht und sich dann sozusagen auflädt. Selber auflädt. Ach, das ist ja gut. Mittlerweile mit 9 festen Frauen, die echt aus unterschiedlichen Bereichen kommen und hauptsächlich so aus der Kreativbranche. Es mischt sich total durch und die vernetzen sich untereinander und es entstehen einfach so neue Synergien. Farben gehen ja auch immer total mit einem politischen Wandel mit und wir werden immer nachhaltiger und dementsprechend werden dann auch die Farben wieder bodenständiger, desaturierter, nicht mehr so knallig. Also rosa wirkt zum Beispiel total aggressionsabbauend. Ah. Wenn es Ärger zu Hause gibt, hole ich die rosa Schüssel her. Ja, das Schöne ist, du kannst einfach unsere Produkte so mit allen Sinnen erleben. Es ist erstmal eine Sensation für die Augen, Farbexplosionen. Du kannst ertasten, ja, essen, schmecken. Wichtig war uns halt, dass es Familienunternehmen sind, die es schon seit wirklich langer Zeit geben, die ihr Handwerk kennen, dann auch aus Portugal kommt, ausschließlich da produziert wird, dass wir eben wissen, dass die faire Arbeitsbedingungen haben. In den Läden gibt es permanent 30% eben auf alles, weil wir eben das unterstützen wollen, dass der Einzelhandel gefördert wird. Dass man eben nicht zu Hause vor dem Computer sein Zeug bestellt und wieder zurückschickt und Postwegen noch ein Löcher durch, sondern dass man halt eben in den Laden geht, sich was anschaut, sich im Zweifel überlegt, kaufe ich das? Das ist ja auch eine Investition. Tatsächlich die Nachhaltigkeit dahinter zu sagen, ihr werdet belohnt, wenn ihr in den Laden geht und was kauft. Wir sind Mutilamio. Wir are hybrid.